Am Mittwoch trifft Salzburg im Playoff-Rückspiel zur UEFA Champions League zu Hause auf Roter Stern Belgrad, 21 Uhr, live im Laola 1-Ticker. Nach dem 0:0 im Hinspiel soll im 11. Anlauf endlich der Einzug in die Gruppenphase gelingen, der Druck von außen wird dabei zur Seite geschoben. Trainer Marco Rose: Für dieses Unterfangen sollten wir den Druck möglichst klein halten, denn wir haben schon viel erreicht. Jetzt gilt es, die Chance zu sehen, etwas Besonderes schaffen zu dürfen. Tormann Zicken Stankovic ergänzt: Wir dürfen nicht vergessen, dass auch Roter Stern enormen Druck hat. Der 25-Jährige erwartet am Mittwoch vor großer Kulisse einen sehr defensiven Gegner. Roter Stern ist schon im Hinspiel sehr tief gestanden und hat wenig für das Spiel getan. Aber sie haben gut verteidigt und es war für uns schwierig, Chancen zu erspielen. Wir müssen auch im Rückspiel wieder geduldig bleiben und im Abschluss konkret und konzentriert bleiben. Trainer baut auf die Fans, Rose baut auf die Unterstützung der Anhänger, jeder weiß, worum es am Mittwoch geht. Wir wollen gewinnen, brauchen dafür auch ein gutes Spiel im eigenen Stadion und hoffen auf die Unterstützung unserer Fans. Wie sehr uns das helfen kann, haben ja schon die Spiele gegen Dortmund oder Lazio in der vergangenen Saison gezeigt. Salzburg auf internationaler Bühne zu Hause seit 12 Spielen ungeschlagen und in den letzten 3 Matches siegreich, geht mit einem 3:2-Sieg gegen Altach als unangefochtener Tabellenführer ins Champions League-Duell. Auch Roter Stern Belgrad führt die Meisterschaftstabelle im eigenen Land an und hat die Generalprobe mit einem 2:1 Heimsieg gegen FK Kukaritski ebenfalls erfolgreich gestalten können. International gelangen den Serben in den letzten beiden Auswärtsspielen 2 Siege, nur ein einziges Mal musste Roter Stern bei den letzten 7 Matches als Verlierer vom Platz, 0:1 bei ZSKA Moskau. Personell sind Patrick Farkas, Knie, Frederik Gulbrandsen, Oberschenkel, Dominik Soboslai, Knöchel, Jerome Ongüne, Rücken und Kilian Ludewig, Knöchel, verletzungsbedingt nicht im Einsatz. Hye Chen Ha-wang ist mit dem südkoreanischen Team bei den Asienspielen Matchwinner im Viertelfinale, Slatko Junusovic fehlt wegen einer Oberschenkelverletzung. Sollte Salzburg erstmals den Sprung in die CL-Gruppenphase schaffen, wäre der Meister am Donnerstag 18 Uhr, Monaco, bei der Gruppenauslosung erstmals dabei. Bei einem Ausscheiden würde Salzburg bei Jena der Europa League am Freitag 13 Uhr, Monaco, mitwirken. Ein prominenter Schiedsrichter leitet das entscheidende CL-Duell. Salzburg muss im Entscheidungsspiel auf prominenten Neuzugang verzichten. Salzburgs Hye Chen Ha-wang sorgt für den Aufstieg ins Halbfinale. Textquelle: Urheberrecht Laola 1.at. Star Schiedsrichter leitet RB Salzburg gegen Roter Stern zum Seitenanfang. Mehr zum Thema kommend unterstrich Count Kommentare. Rechtliche Hinweise: Die Kommentare der User geben nicht notwendigerweise die Meinung der Laola 1 Redaktion wieder. Laola 1 behält sich vor, ohne Angabe von Gründen Kommentare zu löschen, insbesondere wenn diese straf- oder zivilrechtliche Normen verletzen, den guten Sitten widersprechen oder sonst dem Ansehen von Laola 1 zuwiderlaufen. Wir verweisen in diesem Zusammenhang insbesondere auf unsere Nutzungsbedingungen. Der User kann in solchen Fällen auch keinerlei Ansprüche geltend machen. Punkt. Weiters behält sich die Laola 1 Multimedia GmbH vor, Schadenersatzansprüche geltend zu machen und strafrechtlich relevante Tatbestände zur Anzeige zu bringen.